Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Gastspielvertrag. Der Gastspielvertrag hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Rechnung, dient aber in erster Linie dazu, dass hier beide Parteien, also du als DJ, als auch der Veranstalter, sich ja gegenseitig mal darauf abstimmen, auf was man sich denn einigen möchte. Man klärt hier also die Fronten ab. Was sind eben so deine Punkte, die dir wichtig sind für den Auftritt und was erwartet eben auch dein Gegenüber von dir? Generell muss der Gastspielvertrag enthalten den Kontakt und eben die volle Adresse von dir und dem Veranstalter, deine Steuer-ID, wie genau auch auf der Rechnung, die Daten der Veranstaltung, also wie heißt die Veranstaltung, wo findet sie statt, an welchem Tag findet sie statt, wann ist deine Stage-Time, insofern du halt nicht für die ganze Veranstaltung verantwortlich bist, sondern nur vielleicht in 1, 2, 3 Stunden Set spielst und eben alle Daten, die genau zu dieser Veranstaltung gehören. Vielleicht auch eben auf welcher Bühne du spielst, all das. Außerdem ist wichtig, dass du hier die Kosten alle auflistest, also was kostet dich die Fahrt, was kostet dich vielleicht eine Übernachtung, was möchtest du an Gage sehen? Eben auch das alles kann man hier tabellarisch auflisten. Und dann kommen wir auch schon zum Hauptteil, denn hier geht es darum, dass die ganzen Paragraphen aufgelistet werden. Und hier sollt ihr eure Pflichten als auch eure Eventualitäten regeln. Also wer verpflichtet sich, wann, was, in welcher Form zu tun und eben was zu garantieren und was passiert, wenn dies und das vielleicht leider nicht so klappt. Das Ganze dient eben zur Absicherung, damit man hier ja eine Vertragsbasis hat, auf der man auch dann große Events planen kann. Das ist dann natürlich auf jeden Fall schon der Next Step. Du wirst wahrscheinlich keinen Gastspielvertrag für eine Hochzeit oder für einen Geburtstag ausstellen, sondern das sind dann schon wirklich ganz große offizielle Feste. Dann am Ende natürlich ganz klassisch die Unterschrift von dir und dem Veranstalter oder Verantwortlichen, dass ihr euch gegenseitig dazu ja, bestätigt, dass ihr ja, zum Vertragsabschluss befugt seid und befähigt seid und dass ihr auch alles verstanden habt und auch aufmerksam durchgelesen habt. Das ist ganz wichtig. Wichtige Punkte sind hier zum einen für die Paragraphen jetzt, dass ihr die Vereinbarung der Gage festhaltet, wie viel du denn für deine Leistung bekommen sollst. Außerdem die Sicherheit und Organisation der Veranstaltung, also wie wird der Ablauf sein, wer kümmert sich hier um was, sei es jetzt die Security, also die Sicherheit oder dass auch sowas wie Brandschutz und GEMA alles geregelt ist, also derartige Dinge. Dann welche Bedingungen gibt es, die zu einem Vertragsrücktritt oder eben auch zu einer Kündigung führen können, was sind hier Punkte, die eintreten müssen, dass das ja, genehmigt ist. Eventuell kann man hier sowas reinbringen, wie wenn ein besonderer, wichtiger Fernsehauftritt oder eine Filmanfrage noch für dieses Datum reinkommt, dass du hier die Möglichkeit hast, auszusteigen oder eben auch der Veranstalter sich einige Dinge rausnimmt. Das muss man eben alles besprechen und das ist natürlich sehr individuell. Außerdem sollte geklärt werden, die Ausstattung und die Kosten der Veranstaltung eben was wird dir gestellt, eben Anlage, Licht und so weiter, welches DJ-Equipment wirst du vorfinden und eben steht dir zur Verfügung. Das sollte auch geregelt werden. Weiterhin die Verpflichtungen und Freiheiten des Künstlers als auch des Veranstalters. Eben, wo darfst du dich überall bewegen, wann kommst du, wann gehst du, wie viele Freunde darfst du vielleicht noch auf die Gästeliste schreiben. Und so weiter. Ist es noch erlaubt, dass du eine Hospitality und einen Technical Rider stellst? Und so weiter. Dann auch diese Verpflichtungen eben, dass der Veranstalter sich um die Sicherheit kümmert, um den reibungslosen Verlauf, dass er alles soweit geregelt hat, wie das ein anständiger Unternehmer so tun sollte, dass die Veranstaltung legal ist und so weiter. Dann ein Punkt auch noch, der Umgang mit höherer Gewalt. Oder Krankheit, was ist eben, wenn mal jemand streikt und du kommst nicht zu deinem Gig, was ist, wenn du sehr krank bist oder auch vielleicht der Veranstalter und die Veranstaltung findet nicht statt oder es ist ein Unwetter und die Veranstaltung kann nicht stattfinden, weil es eine Open-Air-Veranstaltung war
und so weiter. Das sind eben alles Punkte von höherer Gewalt und Krankheit. Was passiert dann? Wann kann man noch zurücktreten vom Vertrag? Wer muss wem wie viel vielleicht noch an Entschädigung bezahlen? Wer sorgt hier für den Ausgleich und so weiter? Und am Ende ganz klar die Klausel noch zur Legitimation des Vertragsabschlusses. Also man muss natürlich 18 sein mindestens. Außerdem eben bei klarem Verstand, wie man so schön sagt. Also einfach hier gibt es natürlich noch einige Punkte, die erfüllt werden müssen, dass man überhaupt zum Vertragsabschluss befähigt ist. Empfehlenswert ist, dass du dir auch einen Kontakt dann noch zusichern lässt, der hier auf dem Vertrag vermerkt wird. Am besten auch mit einer Handynummer und einem Namen, dass du hier eine Ansprechperson hast. Das hatten wir auch in den anderen Lektionen schon. Denn wenn du hier zum Beispiel zu einem Festival kommst oder einer anderen größeren Veranstaltung, die eben sehr groß ist und du weißt nicht, wo du hingehen musst, dann verlierst du unnötig Zeit, du musst unnötig deine Sachen rumschleppen. Du hast vielleicht noch keinen Zugang zum Backstage-Bereich oder in andere Bereiche, weil du halt noch kein Artist-Band hast. Und das sind eben Sachen, da braucht man einen Verantwortlichen, der von dir kontaktiert werden kann, und deswegen lässt du dir das hier auch schon mal zusichern. An den Gastspielvertrag wird dann der Hospitality und der Technical Rider angehängt. Was da alles rankommt und drin steht, das klären wir auch noch in der nächsten Lektion. Und deswegen ganz wichtig, insofern du Ansprüche hast und diese auch umsetzen darfst, dann musst du die auch noch an den Gastspielvertrag anhängen. Dein Gastspielvertrag kann insofern noch individualisiert werden, dass du zum Beispiel dein Logo noch einbindest oder deinen DJ-Namen irgendwo hinterlegst, um das Ganze ja optisch auch noch ein bisschen aufzuwerten. Das muss auf keinen Fall sein, aber wir würden es dir trotzdem nahelegen, dass dein Gastspielvertrag auch nach was aussieht und einfach ein schönes Schriftstück ist, wo man sich auch auf die gemeinsame Zusammenarbeit freut. Wir haben dir hier auch wieder ein Exemplar in dieser Lektion hinterlegt. Du kannst dir das Ganze downloaden und darfst dich gerne daran orientieren. Natürlich ist das hier keine Rechtsberatung und du solltest diesen Gastspielvertrag auch nicht eins zu eins so übernehmen. Deswegen, das ist nur für dich, dass du mal weißt, wie sowas ungefähr aussehen kann, und eben du darfst dich gerne daran orientieren. Und deswegen lade dir dieses Schriftstück auf jeden Fall runter und schau es dir mal ganz genau an. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.